Hey Leute, ich wollte euch nur mitteilen, dass ihr ab sofort in der Origin Game Time die Sims 4 mal kostenlos ausprobieren könnt. Und zwar funktioniert das so: Bei Origin gibt es die Game Time. Das ist ein Angebot, wo ihr Spiele für begrenzte Zeit kostenlos spielen könnt. Und bei Sims 4 sind das 48 Stunden. Also dieses Angebot besteht seit heute, seit dem Freitag, bis so, ja, abends am 2. Februar ungefähr, so 20 Uhr oder sowas vielleicht. Weiß ich nicht genau, so mit den Zeitzonen und sowas. Irgendwas in Richtung 18 Uhr? Oh, kann auch sein. Ja, jedenfalls habt ihr auf jeden Fall bis Ende des Monats noch Zeit, dieses Angebot zu nutzen. Ihr müsst da einfach euch bei Origin anmelden mit eurem Origin-Name, dann dort in den Store gehen und bei den kostenlosen Angeboten auf Game Time. Und dort seht ihr dann die Sims 4. Das könnt ihr dort einfach runterladen. Und wenn das mit Runterladen und Installieren fertig ist bei Origin, dann könnt ihr es spielen. Und mit dem ersten Spielen aktiviert ihr diese 48 Stunden. Das sind 48 Stunden in Echtzeit. Also, ja, wenn ihr jetzt am Samstagmorgen um 8 Uhr das Spiel das erste Mal startet, habt ihr also bis Montagmorgen 8 Uhr Zeit. So in der Richtung funktioniert das. Ihr könnt es aber halt auch erst nächste Woche oder sowas machen, wenn ihr aktuell noch keine Zeit habt. Ist wie gesagt mindestens bis Ende des Monats und so die ersten ein, zwei Tage im Februar noch möglich. Und ja, also ich nutze, wie ihr sehen könnt, das Angebot auf jeden Fall. Ich werde ein bisschen im Create a Sim-Modus noch mich umschauen. Da gibt es ja natürlich auch andere Möglichkeiten in der Vollversion. Und vielleicht auch ein paar Kinder erstellen und was weiß ich. Und vielleicht auch mal einen Mann, weil bisher hatte ich da keinen Bock drauf, die zu erstellen. Und ja, werde vielleicht auch noch ein Haus bauen, wenn ich irgendwie eine Idee dazu habe. Da werdet ihr auf jeden Fall noch ein, zwei Videos in nächster Zeit sehen von mir in Sims 4. Spielen werde ich wahrscheinlich weniger, weil der Aspekt gefällt mir halt einfach gar nicht so an dem Spiel. Ja, hier seht ihr die ganze Zeit Werbung für Auto-Retreat auf dem Startbildschirm von Sims 4. Ja. Ich hoffe jedenfalls, dass euch das Angebot vielleicht was nützt, wenn ihr die Sims 4 noch nicht habt und noch nicht wisst, ob ihr es kaufen sollt oder es einfach mal ausprobieren wollt. Ist das auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und sage Tschüss.